erste internationale Bienenvolkausstellung Noseland, Dezember 2014 bis Januar 2015. Die Spunde, hölzerne Stöpsel, Zapfen zum Verschließen der Spundlöcher sind geordnet zur Antenne der Biene. Bienenfühlerantennen sind nicht besonders auffällig, gerade mal 3 mm lang und 0,2 mm dick. Mit ihren zigtausenden von Geruchsorganen sind sie die Nase der Biene. Neben den Riechorganen finden sich aber auch kleine Tasthaare, besonders an den Gelenken, wo sie ganze Sinnesfelder bilden. Der Tastsinn, ein Paarfühlerantennen, sie tasten, riechen. Die Organe des Tastsinns sind die Haare auf den Antennen und sie sind über den ganzen Körper verteilt. Borstenfelder, Sensillen. Die Bienen können mit den Antennen Oberflächenstrukturen, räumliche Gestalten wahrnehmen und Geschwindigkeit messen mittels des Johnstonschen Organs. Sie lernen fortwährend. Und elektrisches Empfinden. Elektrostatische Ladung nimmt die Biene durch Ablenkung der Antennen wahr. Sie kann diese oberflächliche Ladung in unterschiedlichen Richtungen wahrnehmen. Ich rieche dich, also sind wir wahr. Der rohe Holzkörper, gefüllt mit Federn,
bildet die riesigste Oberfläche, eben Fliegendruck. Membran für Energie der sieben Düfte. Alles mit Arte Olfactivo von Florissant bestrichen. Mit Düften in exquisiter Konzentration. Winterrauch A1, B1. Winterhonig A2. Kokossommer B2. Winterorange B3. Winterrose B4. Winterjasmin B5. Wintercreme. A bezeichnet den Strang rechts der Antenne, der Stallgeruch. B ist der Strang links, Flora Erlös. Tauschwert à discuter. In Anwesenheit des Künstlers wird Fliegendruck freigesetzt. Halten Sie Ihre Einladungskarte, Ihr Filz oder Haar bereit. Sie dürfen bestäubt werden. Lassen Sie sich bestäuben. Musik.